Was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin mit meinem Bruder unterwegs und wir schauen uns heute ein geschlossenes Place an. Sowas kam noch nie auf meinem Kanal online. Ist sogar ein Riesengelände, ist das hier. Ich würde sagen, Nipper kommt und bleibt mal dabei und viel Spaß mit diesem. Ach, diese riesengroßen Förderbänder, ist das Plane oder? Ja, ein riesengroßer Plane oder auch noch diese riesengroßen Register, wo man Sachen verlegen konnte. Interessant, das ist ein geschlossenes Place, also man könnte das rein theoretisch jetzt wieder, klein kleiner Vogel fliegt. Was eine riesengroße Lagerfläche ist das hier. Wir hatten Glück und haben einen kleinen Eingang gefunden. Jetzt laufen wir hier mal eben mal gerade kurz. Oh fuck, die Metalltreppe hoch. Jetzt auch noch eine. Alter, ist das riesig hier. Geh doch, mach vor allem, probier doch. Dann haben wir hier noch die ganzen Heizungssysteme. So ein riesengroßes Sieb oder was das war. Und der Ausgang nach draußen. Aber mein Bruder versucht sich gerade im Klettern. Okay, dann lass uns wieder runtergehen, oder meinst du nicht? Das, was ich gerade gelesen habe? Ja. Tierfutterfabrik. Guck mal, was da steht, da steht Kostenstelle. Ja. Vielleicht war das irgendwas für Tiere oder so, keine Ahnung. So, in diesem Gebäude steht nichts mehr in der großen Lagerhalle. Dann können wir, jetzt mal ein bisschen nach. Wir gehen jetzt auf das Gelände draußen rauf und schauen uns dann noch die anderen Gebäude an. Bleibt auf jeden Fall dabei. So, das war's doch noch nicht. Schau doch mal, wie weit du bis es nach da hinten geht, Alter. Alter Schwede. Ich auch ein bisschen. Die Kammer darf nur vom Bedienpersonal mit Schutzhelm betreten werden. Okay, was war das denn hier? Ist alles eigentlich nur das gleiche, was hier alles drin ist? Alter, sind das Riesenlagerräume. Geht überhaupt nichts mehr. Schade. Schade, dass hier nichts mehr geht. Nee, da geht hier überhaupt auch kein Strom mehr. Bitte den Kompressor im zweiten OG nach Gebrauch wieder ausschalten. Licht aus. Okay. Na, da haben wir hier hinten noch einen kleinen Schaltschrank. Geht auch nichts mehr. Schade. Frag mich nicht. Geht auch leider nichts mehr. Und auch nochmal diese riesengroßen Regentonnier stehen da immer mit Schmutzwasser. Jede Menge Handtuchhalter liegen hier drin. So, wir laufen jetzt einmal schnell nach da hinten, weil hier Wohnhäuser direkt in der Nähe sind. Okay, noch ein bisschen laufen hier.
geht denn jetzt ab? Oh, fuck. So, geschafft. Ist aber auch nicht mal allzu viel. Strom ist komplett raus. Also hier zumindest Steckdosenlüfter. Ja. Was haben wir hier denn noch? Zwei Pfeiler, ein großes Kabel. Eisenstangen haben wir hier noch, jede Menge. Und hup. Oh, ist das heftig. Alles gewesen. Das war ein Schlachthof oder so, Digga. Ja. Guck mal hier. Hier die Ringe. Das ist doch eigentlich, um da hier. Um die Tiere ran zum Ohr. Ja. Hier liegt jede Menge Holz. Und hinten wollen wir auch nochmal rein. Schlachthof, glaube ich. Oh, Alter. Das war eine Taube. Riesengroße Säcke liegen hier. Das ist Schaumstoff. Aber Leute, ich weiß nicht, was das hier gewesen sein kann. Kann das hier ein Schlachthof gewesen sein? Richtig heftig ist das. Hier ist mein Bruder. Was ist das denn hier? Was sind das? Perl? Was ist das? A. Hier. Ja, ein paar. Aufbewahrungsboxen. Strom ist leider schon komplett raus hier, oder? Jo, leider. Schade. Oh. Kostenstelle. Die muss verschlossen bleiben. Schauen wir uns das hier nochmal an. Hey, da? Da waren wir doch. Was ist denn die Halle? Hä? Ja. Leute, in der Halle, in der waren wir. Guck mal, wie groß die ist. Das scheint auf der Kamera ziemlich klein, aber das ist wirklich ein Riesenteil hier. Ja. So, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, schreibt was in die Kommentare, schaut bei meinem Bruder vorbei. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Pascal. Ciao.